Der Aufstand der Affen ist 10 Jahre her. Die von den Menschen regierte Welt existiert nicht mehr. Dieses Virus wurde von Wissenschaftlern entwickelt in einem Labor. Die Affen können nichts dafür. Wem soll ich denn sonst die Schuld geben? Die haben den halben Planeten ausgerottet. Durch die vielen Drehorte ist der Produktionsaufwand enorm. Ziel ist es, eine affengerechte Welt zu schaffen. Das erfordert unheimlich aufwendige Sets. Es kommt einem sofort das Wort ursprünglich in den Sinn. Alles soll sehr sorgfältig, aber auch zweckmäßig gebaut werden. Wir wollten in 3D an Originalschauplätzen drehen, damit man das Gefühl bekommt, man ist in der Wildnis zusammen mit den Affen. Diese fesselnde Welt zieht dich einfach in ihren Bann. Sie ist mythisch und episch, in jeder Hinsicht. Planet der Affen. Revolution. Ab 7. August im Kino.